Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Wir spielen hier noch ein kleines bisschen in der Arktis, denn wir versuchen hier die Ölplattform der Liebe aufzubauen, abzubauen, umzubauen, vielleicht ein bisschen zu verändern, vielleicht auch ein bisschen zu hoffen, dass uns das Öl nicht verändert. Und. Ja, was hängt denn da dran? Das ist ja absolut crazy. So, als Geschäftsführer sollten Sie hin und wieder Präsenz auf dem Weltmarkt zeigen. Haben wir die Drohne jetzt hier gemountet? Nee. Sind unterwegs. Okay. Wieder nicht aufgepasst, Freunde, ha? Zerstören Sie die überflüssigen Teile mit der Drohne. Ei, ei. Koordinaten bestätigt. Klar, ist am besten, wenn du es abschießt, anstatt wenn du es abtrennst, ne? Logisch. Koordinaten bestätigt. So, jetzt schauen wir mal. Feuerwerk! Sind unterwegs. Klar, auch keine Umweltverschmutzung. No, no, no. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie es weit bringen. Bestätigt. Diese Anfrage ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich vertraue Ihnen. Ich dir nicht, du Nasenbär. So, Bohrinsel am Start. Noch kein Öl in Produktion. Hier schon. Hier schon. Das müssen wir aber sammeln, ey. Können wir aber im Augenblick noch nicht machen. Gucken, wie schaut das aus? Ja. Unspektakulär eigentlich, ne? Ja, kann man jetzt nicht meckern. Ich hoffe, wir kriegen dadurch einen Haufen Petros raus. Aber ich glaube, da muss das Ding schon 100 Jahre lang laufen, bevor das mal irgendwas abwirft. Im Augenblick sehe ich da jetzt noch nicht viel. 10 Minuten haben wir hier Zeit. Gucken wir doch nochmal hier auf die Virdische Bucht. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und er bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Ja, das glaube ich. Alter Ramschpaba. So. Können wir jetzt die Stahlplatten gleich wieder einstellen. So. Okay, lass uns die Stahlplatten gleich einstellen, weil sonst vergessen wir es wieder und dann ist das Geschrei wieder groß. So, zack, eingestellt. Alles guti. Und Action, komm. Warnung. Dann hatte Sam also recht, was sie betrifft. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. Okay, 3000 Energie. Kein Problem. Würdische Bucht. Marsch. Wir dürfen jetzt bloß in Würdischen Bucht nichts bauen. Solange wie das eine Viertelstunde lang läuft, ihr trinkt doch echt. Nächstes Projekt. Jetzt haben wir echt wirklich alle einen nach dem anderen. Die brauchen alle ewig und 3 Tage und werden nicht fertig. Okay, Sicherheitsversorgung ist nicht aufrechterhalten. Da müssen wir nochmal reinschauen. Das gefällt mir jetzt nicht. Schaut ganz gut aus. Wie hier. Ah, hier ist keine Sicherheit. Das gefällt denen nicht. Das gefällt denen also nicht. Die Frage ist, wo kriegen wir hier noch Sicherheit hin? Security! Mehr als das kriege ich hier auch nicht mehr reingesorgt. Läuft alles nach Plan? Hm.
So. Sollten da wenigstens alle Fragen beseitigt sein. Wie schaut's bei dir oben aus? Wie weit ist das Projekt? Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit Superlegierungen. Da haben wir jetzt wirklich aber auch echt genug. Komm schon. Bestätigt. Okay, das müssen wir dann nochmal nachbestätigen. Output von Transferroute ineffizient. Ja, das war jetzt klar. Ursache? Fehlende Waren. Was soll man an dies... Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Autsch! Das haben die uns Output jetzt echt von Transferrouten. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Alter Schwede. Boah, krass. Okay. Checken wir mal kurz die Lage. Wie schaut's da aus? Vitamindrinks. Stellen wir mal ein. Ich weiß, das ist für die hier oben nicht gut. Objektprofil wird aktualisiert. So, Objektprofil sollte sich das halbwegs wieder gekappt haben nach dem Abbau, Aufbau, Abbau, Rumbau. Sind unterwegs. Schauen wir mal. Es sieht so aus, als wüssten Sie Effizienz zu bestätigt. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Okay, Baubots sollen wir hier rankarren. Wieder eine Route eingespart. Ich spare momentan an den Routen, weil ich es einfach, ehrlich gesagt, ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. 35 brauchen wir dafür allerdings. Das ist ein bisschen doof. Jetzt müssen wir echt hier Baubots reinkarren. Wir haben ja von denen zum Glück so viele, dass es echt schon kracht, ne? Aber Verbindung gut. Wird hergestellt. Es hilft ja nichts, ne? Das ist so eine Mission, wie auch die andere Mission, die halt einfach braucht, ja? Jetzt schaue ich mal gerade, was in Cap Amara noch offen war. Sie haben die offizielle Erlaubnis der Global Union, an bestimmten Stellen Brücken zu bauen. Hey! Okay, so. Nanokeramik müssen wir hier anbauen. Jetzt weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ob wir hier noch überhaupt irgendwo einen freien Bauplatz haben. Wir haben das Ding ziemlich zugeaßt. Da ist noch ein Bauplatz frei. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich baue lieber in diesen Kanten. Ich mag das anders nicht. So, lass mal hier mal ein bisschen lass mal das mal ein bisschen laufen. Okay, da baut sich jetzt die Nanokeramik auf, dann können wir die auch mal liefern. Das ist hier, glaube ich, dieses untergegangene Gerät. Wahrscheinlich zerstört es uns dann, sobald es ausgebuddelt ist. Wir fahren hier die Schiffe rum, du. Voll beladen bis wirklich unter die Haube, alles dicht. Puh, das dauert alles noch, Freunde. Wir waren fleißige Bienchens. Wir waren echt fleißige Bienchens. Das lief jetzt alles eine Zeit lang. Ach, da sieht man es, ne? Hier sieht man es jetzt. Gerade eben habe ich es nicht gesehen, zumindest nicht wahrgenommen. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Raumstation, schauen wir mal. Die will uns jetzt die ganze Zeit, sonst nervt die uns. Yay! Ich werde dir mal einen Tipp geben, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Gucken wir mal gerade. Elektronik und Biotech, das ist cool. Sehr viel cooler. Es geht so. Ist aber auch nicht schlecht. Halten seltene Rohstoffe für ihre Stimme. Lei Sheng Electricity ist entschlossen, der Menschheit stets Energie zu liefern, wohin auch immer. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Seien Sie versichert, dass Loyalität für Seimen International keine Einbahnstraße ist. Da ganz bestimmt rechne ich damit, dass das eine Einbahnstraße ist.
Oh, das haben echt noch mehr gedacht. So, alles klar. Haben wohl noch mehr so die Probleme, die ich habe. Gucken wir mal kurz auf die Arktis rüber. Da dauert es ja auch noch ein bisschen. Aber vielleicht klappt das. Darf ich schamlos Eigenwerbung betreiben? Ich habe in diesem Sektor auch einen Handelsposten. Komm doch mal vorbei. Ganz ehrlich, das ist so ein Typ, allgemein die Typen, die einen hier anlabern. Da muss ich sagen, das sind so die Typen, die du in deinem Handy auf die Blockierenliste setzt, ja, damit sie sich bloß nicht anquatschen. Und warum? Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall zu Recht. Das ist ja cool hier drin. Wolken hängen da. Okay, pass auf jetzt. Checken wir mal die Lage. Wo ist der Typ hier gerade? Da unten. Ich will ja nicht aufdringlich. Doch. Du willst das. Und ich weiß, dass du es willst. Und jeder andere weiß, dass du es willst. Also lass mich doch in Ruhe. Gib mir meine Petros und dann sind wir alle Freunde und können gehen. Wie schaut's da aus? Eine. Eine Petro-Chemikalie. Eine. Oh no, das dauert ja 100 Jahre. Sie wissen, dass Sie hier immer willkommen sind, aber diese Sache ist ziemlich dringend. Ich warte nur auf dich. Ganze Zeit schon. Kein Wunder, dass die Big Five hier völlig abgelost haben, ja. Gegen die Zwerge und Prime Army, ja. Weil das hier ist ja wirklich eine Witznummer hier. Kriegen ja nichts, nicht mal eine Bohrinsel selber fertig. So. Schauen wir mal, das wird schon. Nein. Ach, das ist wie an Silvester. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Danke, dass Sie mich informieren. Diese Bohrinsel ist in kritischem Zustand. Sie dürfen sie betreten und die nötigen Gegenmaßnahmen einleiten. Es gibt keine Zufälle. Mein Freund, ich brauche Sie für einen bestimmten Job. Hä? Erzähl echt nicht, dass du jetzt Methaneis von mir willst. Ich dreh durch. Haben wir überhaupt Methaneis auf Vorrat? Ja, zum Glück. Also das wäre es jetzt noch. Weißt du, so ein Lieferauftrag, das lass ich mir noch eingehen, wenn du das Zeug hast, ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber wenn du da extra eine komplette Produktionskette aufbauen musst, dann ist das nervig ohne Ende. Gut, okay. Kurz zur Überlegung. Wir haben hier auf jeden Fall unsere kleine Insel. Die schaut auch ganz human mittlerweile aus. Also ich möchte die mal ganz kurz euch zeigen. Wenn man so mal guckt. Ich finde die eigentlich ganz geil geworden, wenn man so schaut, oder? Wobei die andere Insel hier oben eigentlich noch viel cooler ist, weil da werden ja unsere Prozessoren... Lag of Doom! Lag of Doom! Jetzt stirbt das Spiel, ich sehe es kommen. Jetzt kommt's wieder. Hui! Gerade kurz Angst gehabt, dass alles hier zusammenbricht. Das schaut doch eigentlich auch ziemlich nice aus, oder? Was meint ihr? Hier fährt einer gerade hin und lädt gerade den Plunder aus. Aber hier, so wirklich wild auf die Insel will hier auch niemand, ne? Ich meine, da ist ja nichts. Da ist ja nicht mal Wohnung. Musst du früh mit deinem Schiffchen hier antanzen, ja, und fährst du mit deinem Schiffchen zur Arbeit. So, Fracht geladen. Koordinaten, Freunde. Bestätigt. Ich glaube, die sprengen mit dem Methaneis einfach diese Bohrinsel. Was? Da war eine Bohrinsel? Habe ich nicht gesehen. Sie sehen im Hintergrund noch die Teile fliegen. So wie die bisherigen Missionen waren, warte ich eigentlich drauf, dass sie das Ding einfach nur versenken. So nach dem Motto, ich habe keine Bohrinsel gesehen. Hast du eine gesehen? Nein. Da ist gar keine Bohrinsel. Es ist im Hintergrund auch nur noch das Öl aus dem Meer rausbrodeln. Ach naja. So, weg damit. Für Missionen sind das noch. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie es weit bringen. Ich hab's schon weitergebracht als du. Das Glück ist mir wiederholt. Sie sind genau die Person, die ich sehen wollte. Ich habe da nämlich einen kleinen Auftrag. Na,
Der Typ macht mir immer so ein bisschen Angst. Das ist so wie was machst Nikolaus. Du hier draußen, mein Freund? Auch ein bisschen Angst so manchmal. Ein Glück für uns beide. Jetzt können wir direkt miteinander sprechen. Was für ein Glück. So beim Familienfeier immer der besoffene Onkel. Oder? Jetzt können wir endlich mal miteinander sprechen. Und du denkst so, nein. So. Wie weit sind Sie? Ich muss planen. Ich warte nur auf dich, so wie beim letzten. Bei euch allen Nasen muss ich nur immer auf euch warten. So, aber wird das wenigstens langsam, eure 5 Betonglötze da aufeinander zu setzen. Was die alles brauchen dazu, ne? Das ist unglaublich. Ich bin immer froh, wenn du das fertig wirst. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass das schwierig wird. Aber wenigstens haben wir da unsere Millionen zusammen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Wünsche ich euch nur das Beste. Ich zeige euch nochmal mit nach dem Lack of Doom, zeige ich euch hier nochmal kurz unser Bauprojekt bei Nacht. Das wird nämlich uns noch ein bisschen beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Anno 2205. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Tschüss. Auf Zwergtübe. Ja. Zwergtube. Tschüss.